Hallo. Ein Jahr lebe und angle ich jetzt hier in Westnorwegen und da wird es Zeit, mein kleines Fazit zu ziehen und Erfahrungen, Tipps und Tricks mit euch zu teilen. Auch erfahrene Norwegen-Angler werden hier einiges mitnehmen können, denn meine Erfahrung von 11 Jahren permanent Gran Canaria zeigt mir, dass es eben nicht reicht, selbst über 30 Jahre mal für eine Woche hier und dort zu angeln und diese und jene Technik auszuprobieren, sondern dass man wirklich das Bild eines gesamten Jahres braucht, um überhaupt urteilen zu können, wie und wo der Hase läuft, beziehungsweise in dem Fall, wo der Pollack zu fangen ist. Bleib also dran, auch für dich ist was dabei. Ich lebe hier am äußersten Zipfel von Westnorwegen in der Nähe von Førde. Diese Gegend kannte ich zuvor nicht. Ja, sehr seltsame Stelle. Irgendwie ein bisschen Yachtclub. Hier ist ein Teil von einer Aquakultur. Wahrscheinlich aber nur zum Schutz der Bucht. Und hier zieht eine Strömung lang, wie im Rhein, würde ich fast sagen. Fischotter sieht man zwischen Spätherbst und Frühling hier sehr häufig am Ufer. Steinadler und Seeadler sind auch oft zu sehen. Die Gegend ist sehr dünn besiedelt, dadurch gibt es eine Menge Tiere zu sehen. Besonders Rotwild springt überall rum, manchmal auch direkt am Angelplatz. Im Fjord sieht man neben vielen Fischarten häufig Schweinswale an der Oberfläche. Aber nun zurück zur Spotsuche. Standardmäßig fange ich erstmal mit dem Gummifisch an. Nicht etwa, weil das so besonders fängig ist, sondern einfach, um mich direkt am nächsten Fels irgendeinen teuren Köder zu verlieren. Natürlich ist im wahrsten Sinne des Wortes die Hängergefahr in Norwegen enorm, sofern man nicht gerade in einer flachen Sandbucht angelt. Die ungefähre Uferbeschaffenheit versuche ich vorher auf digitalen Karten auf meinem Handy zu ermitteln. Ja, sonderlich tief ist hier nicht. 15 Meter etwa. Spotwechsel. Für Zuschauer, die meinen Kanal noch nicht kennen, ich bin fast ausschließlich am Ufer mit der Spinnrute unterwegs und das bei Wind und Wetter. Da sag ich noch falsche Stelle und dann gibt's doch einen Fisch. Moment, da schön ist. Wahrscheinlich ein Pollack, nehme ich an, oder? Schottert über den Stein und über das Gelände. Nö, hier gibt es überall Seelachse. Im flachen Wasser. Seelachse bzw. Köhler von 40 bis 50 cm waren hier im Januar 22 in Massen zu finden. Kormorane gibt es hier auch einige im Winter, allerdings nicht so eine Plage wie zum Beispiel in Deutschland. Der erste Pollack wahrscheinlich am Haken. Pollacks stehen gerne in Trupps an solchen Steilwänden. Vom Ufer aus lässt sich ideal an solchen Wänden parallel fischen. Bootsangeln auf diese Fischart ist eher kontraproduktiv. Ich schätze mal so ein 2-3 Kilo Fisch. Ja. Jo. Der ist für die Küche. Das sind halt hier so die Durchschnittspollacks. 2,5 Kilo, 2,5 Kilo würde ich sagen. Ideal für Fischfrikadellen und sowas. Zähne haben die Viecher nicht. 21. Januar 22, wirklich sehr schöner Spot, der meistens wohl windstill sein wird. Typische Pollack-Region. Wieder was für euch gefunden.
Doch es war nicht nur wichtig für mich herauszufinden, wo man möglichst viele Fische fangen kann, sondern auch, wo man möglichst wenig Köder verlieren kann. Denn auch für kapitale Steinbeißer ist Norwegen berühmt. In meiner Region habe ich sehr viele, sehr unterschiedliche Angelstellen. Von knietiefen Straumen bis zu über 100 Meter Wassertiefe in Ufernähe. Dementsprechend ist die Artenvielfalt und die unterschiedlichen Fischarten, die man beangeln kann, sehr groß. Doch den Pollack trifft man je nach Jahreszeit beinahe in jeder dieser Gewässerregionen. Dafür erntete ich oft neidische Blicke von den Bootsanglern, die hier im Sommer verzweifelt nach Fisch suchten. Denn insbesondere beim Pollack gilt der Grundsatz: Warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah. Hier bin ich übrigens Ende Dezember in dem Hafen, in dem die Nussschale, die wir eben im Bild gesehen haben, eingelaufen ist. Durch ihre Struktur triggern Häfen natürlich extrem viele Kleinfische und damit auch extrem viele Pollacks. Ja, aber natürlich auch extrem hängergefährlich. Hier sollte man sich sehr gut auskennen. Ich hatte mich hier doch etwas zu nah an die mir bekannten Hindernisse gewagt, aber hatte nochmal Glück. Sogar doppeltes Glück, wie ihr gleich sehen werdet. Der Pollack ist ein extrem launischer Fisch, was die Köderführung anbelangt. Hier sollte man viel probieren. Im Sommer mag er oft Highspeed, im Winter dagegen ohne jede Aktion einfach nur langsam einlullern. Der Pollack ist hier in Westnorwegen ganzjährig zu fangen. Es gibt zwar Witterungsbedingungen, wo es etwas schwieriger ist, aber eher fängt man 2 bis 3 als keinen in der Stunde, sofern man weiß, wo und wie. Der Tang ist hier an vielen Stellen bei Heidheit ein Problem. Daher gilt auch hier die Routenlängeempfehlung, die ich in meinem E-Book Spinnfischen am Mittelmeer und Ostatlantik beschrieben habe. Yeah, hard work. Auch auf den Needlestick gehen die Pollacks natürlich. Der Pollack ist allerdings ein Fisch, der sich gerne an Tankfeldern oder an Hafenanlagen aufhält. Und da ist es mir meistens zu schade, aufgrund der Hängergefahr den Needlestick einzusetzen. Da ist doch schon der erste Fisch dran. Wahrscheinlich ein Pollack eben. Ja, fühlt sich an wie ein Pollack. Da ist der Gummifisch die Lösung für. Wo ist er denn? Da ist er. Wusste ich's doch. Pollack. Schönes Stück. So, werf dich schon mal ein. Gleiche Bedingungen. Du kriegst erstmal die Angel mit dem gleichen Köder. Genau. Hier wirfst du einfach gerade raus. Werf dich schon mal ein. Deswegen hole ich ja den Kescher gleich. Du wirfst dich schon mal ein, hast einen Vorsprung und dann komme ich mit der anderen Angel. Was meiner Tochter an Erfahrung und Technik fehlt, das macht sie durch Glück oft wieder wett. Ja, aber kein großer, ja? Ich sehe es. Da ist schon der erste Fisch. Ja, cool. Willst du ihn nicht rausheben? Ja. Ach, schön am Jig eingestiegen, tief über den Boden. Da bin ich echt gespannt, was es wird. An diesem Tiefwasser-Spot jigge ich meistens auf große Köder. Das gibt's. Das ist echt anstrengend, das. 100 Meter das ganze Zeug hochdrehen. Brauchbarer Fisch zumindest, denke ich. Wieder hin. Ah, ein Pollack. Weit draußen, tief unten. Da rechnet man nicht unbedingt mehr mit dem Pollack.
Aber man sieht auch hier die Haken schön eingeschluckt. Bloß halt dann der andere Haken außen gefasst. Ey, ey. Ich habe mal eine Pause gemacht, auf Grund geguckt und dann haben wir doch noch einen guten Fisch dran gekriegt. Gibt's doch gar nicht. Einfach mal in Tiefenmesser geguckt. Und da kriegst du guten Fisch da dran. Direkt über den Boden. Fällig den Blick ab liegen lassen. Das fühlt sich am dicken Dorsch an. Ich stehe auch jetzt hier gar nicht so gut, weil ich, wie gesagt, in der Parkposition war. Ich hoffe, hier unten sind keine Seile, weil hier ist so ein kleiner Bootsanleger. Die Norweger pfeffern auch ganz gern mal jeden Scheiß ins Wasser. Was haben wir denn da Schönes? Oh, ein guter Dorsch. Aber hallo. Dorsche sind hier vor allem im Winter zahlreich. Das habe ich ja schon in einigen Videos gezeigt. Hier freue ich mich daher besonders über einen Dorsch im Juni. Aber ein wunderschöner Dorsch. Sieht's hier? Kleines Blinkerchen, 28 Gramm. Das ist so ein Blinker, den ich mal beschrieben habe. Und zwar ist das ein Halco Twisty Jig. Oder von einer anderen Firma wird er als Deadly Dick Lure verkauft. Sehr empfehlenswert. Damit kann man hier in Norwegen so gut wie alles fangen. Guter Fisch. Alter, auf Blinker. Gar nicht mal so schlecht. Geht hier in die Steine rein. Verdammt, hoffentlich schuppert der sich kein Vorfach hier kaputt. Moment. Oh, ein Dorsch, naja. Hat aber gut gekämpft für den Dorsch, muss man echt sagen. Schöner Dorsch. Den kann man mitnehmen. Muss aber ein großer Knurrhahn sein. Hier fische ich an einem Spot, der aus welchen Gründen auch immer Knurrhähne zu konzentrieren scheint. Bis zu 6 Stück habe ich hier schon hintereinander gefangen. Nee, ein Dorsch. Ach ja. Diesmal erstaunlicherweise ein kleiner Dorsch. So ein kräftiger Fighter. Dorsche sind in Spanien und Portugal, wo sie natürlicherweise aber eigentlich gar nicht vorkommen, eine absolute Delikatesse und werden unter dem Namen Bacalao vermarktet. Du bist zu klein. Wie ich schon in einem früheren Video sagte, unter 50 cm nehme ich keinen Dorsch mit. Ja, hier bin ich zu einem früheren Zeitpunkt am gleichen Spot und war mit Spinner auf Meerforelle unterwegs und fing zu meiner Überraschung ein halbes Dutzend Knurrhähne. Quirlige Giftzwerge, die mich etwas an die kanarischen Eidechsenfische erinnerten. Doch im Gegensatz zu diesen sind die Knurrhähne sehr lecker. Das habe ich leider erst später erfahren, daher setzte ich die meisten zurück. Die Stacheln und Dornen sind leicht giftig, daher empfehle ich das Tragen von Handschuhen. Ui, da haben wir die nächste Makrele auf Pinky Needle Stick. Makrelen können hier zwischen Juli und September zu einer regelrechten Plage werden. Egal ob auf Kleinstköder an der Oberfläche oder auf 80 Gramm Jigs in der Tiefe, man kann oft nicht an ihnen vorbeifischen. In diesem Fall war ich mit dem kleinen pinken Needlestick, den man aus meinen Meerforellen-Videos kennt, eben auf diese Fischart am Angeln, aber daran war nicht zu denken. Nein, Natur, die Makrele. Ist nicht zu fassen. Schnell, schnell, schnell. Was haben wir denn da? Schnell, hoch, die Rute hoch. Das ist eine Makrele, glaube ich, aber. Rute hoch. Auch hier hieß die Mission Meerforelle, aber aussichtslos doch, aufgrund der Makrele. Gib's einfach raus. Wenn wir die dem Dieter mitbringen. Aufnahme der Kamera. Gib Muskeln. An der leichten Spinnrute sind das extrem starke Kämpfer. Wie ein kleiner Bonito. Oh, oh, oh. Ist sie größer, hm? Warte, warte, warte. Oh, eine große Makrele. Wow. Wow, guck mal hier. Wow. Guck dir mal die Makrele an. Makrelen ohne Ende hier. Scheinbar ist der Pilker ideal für die. Und rausheben. Yep.
Seelachs vermutlich aufs Jig. Große Seelachse vom Ufer. Das war das erste Ziel, was ich hier in meinem ersten Jahr erreichen wollte. Viele meiner Norwegen erfahrenen Guiding-Gäste auf Gran Canaria sagten mir, das geht nicht, dafür brauche ich ein Boot und selbst dann ist es schwierig. Aber es ging doch. Schon im Mai fing ich den ersten von 6 Kilo. Die Saison der großen Seelachse zog sich dann bis in den Oktober. Gutes Stück. Gutes Kaliber, schnell bloß weg hier. Na Mann, schönes Teil. Jiggen macht süchtig, sagte mal ein Kollege von mir auf den Kanaren. Doch dort vom Ufer konnte ich das eigentlich nicht so richtig nachvollziehen. Es war eher eine brotlose Kunst. Zu 95% fing man Eidechsenfische, mal einen Bonito oder mal einen Zahnbrassen. Doch ausgerechnet in Norwegen sollte sich die jahrelange Übung in der Technik des Slow Jiggens auszahlen. Auf große Seelachse wirkten diese Köder verheerend. Allerdings auch auf mich. Statt es auf andere Fischarten mit anderen Ködern zu versuchen, verzettelte ich mich hier mit Seelachsen. Jigging macht eben wirklich süchtig. Süchtig wird man auch nach der Größe dieser kampfstarken Fische. Ui, jetzt haben wir einen dicken. Ach du Scheiße, richtig dicken Fisch. Ach du dickes Ei. Da bin ich mal gespannt, ob ich den krieg. Das ist ein großer. Ganz tief unten. Ach du dickes Ei. Hammerhart. Ach du dickes Ei. Ui, das ist wirklich der erste Fisch, der jetzt eine Herausforderung wird, glaube ich. Zur Erklärung für einige Zuschauer, die mich und meinen Kanal nicht kennen. Ich bin nicht einer dieser typischen deutschen Clickbait-YouTuber, die einen dicken Fisch mit einer 60-Gramm-Rute bei offener Bremse simulieren und dabei hysterisch rumalbern wie ein Eichhörnchen auf Ecstasy. Sondern wenn ich sage, ach du Scheiße, dann ist das ach du Scheiße. Gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für ein Riesending? Ich fische hier eine 170-Gramm-Rute, 23er Schnur, die Bremskraft auf 4 Kilo eingestellt. Ah, scheiße, ist schon die verdammte Schnur in der Nähe. Hier habe ich eine blöde Kante, eine Felskante in der Nähe. Jetzt muss ich gucken, dass ich den hochkriege, den Fisch. Oh. Ah, scheiße. Schon voll im Gemüse drin. Was macht ihr denn da? Ich hab die ganze Schnur kaputt. Ah, verdammt. Oder? Nee, noch dran. Ich weiß auch nicht. Ich will einfach nicht mit hochkommen, der Fisch. Muss aber. Ah, was ist denn das für eine Scheiße? Ah, und abgerissen. Und abgerissen. Und hier ein vielleicht fangentscheidender Tipp, wenn ihr mit Slow Jigs in Norwegen fischt. Macht nicht den Hans Guck in die Luft und überlegt mit eurem Kollegen den nächsten platten YouTube-Spruch, sondern konzentriert euch auf die Schnur. Fühlt sich irgendetwas anders an, muss der Anschlag wie aus der Pistole geschossen kommen. Und nochmal ein zweiter Nachschlag, damit wirklich sichergestellt ist, dass der Haken auch sitzt auf dieser großen Distanz. Bestimmt 10% aller großen Seelachse fange ich auf den fallenden Jig nach dem Auswurf. Je schneller ihr den Fisch nach oben bringt, desto leichter werdet ihr den Kampf beenden. In Tiefen unterhalb 20 Meter setzt der Wasserdruckverlust dem Fisch ordentlich zu. Gleichzeitig habt ihr ein gutes Workout für Arme und Rücken. Sei. Wie ich schon andeutete, kann man sich hier als Angler ganz leicht verzetteln. Wittling. Es gibt hier so viele unterschiedliche Fischarten, die mit unterschiedlichen Techniken beangelt werden müssen, dass selbst ein Jahr nicht ausreicht, um dies gezielt zu tun. Allein der Dorschartigen haben wir hier 5. Wittling, blauer Wittling, Dorsch, Köhler und Pollack.
Ach ja, auf Grund wollte ich eigentlich auch angeln, dazu kam ich aber nur ein halbes Dutzend Mal. Doch auch da hatte ich einen recht guten Riecher. An einer tiefen Felskante fing ich einen Leng, an flachen Stränden zahlreiche Flundern. Große Konger, Meerale gibt es hier wohl auch. Freunde des Ultralight Rockfishings werden hier im Sommer blaue und grüne Lippfische sowie Bastardmakrelen fangen können. Rotbarsche. Dazu kommen einige Salmoniden, sowohl in den Bächen, Seen als auch eben im Fjord. Saiblingen, Bachforelle, Meerforelle, wohl auch manchmal Regenbogenforelle und Lachs. Und das ist mein Zielfisch fürs nächste Jahr. Dieses Jahr wollte ich zunächst nicht, aus Respekt vor seiner Arbeit in der Laichzeit. Dann habe ich aber einige vor einem ehemaligen Laichfluss springen sehen. Und nun soll 2023 für mich das Silber sein. Und hier ein Tipp für euren nächsten Norwegenurlaub. Je nachdem, welche Saison ihr kommt, wisst ihr natürlich, habt euch vorher informiert, welche Fischart hier am besten dann zu fangen ist. Aber es kann sein, je nach Witterung, dass die jeweilige Fischart nicht vor Ort ist. Insbesondere dann, wenn ihr tief in einem Fjord angelt. Das liegt daran, dass nach extremen Regenfällen die Fjorde derart süß sein können, dass die jeweilige Salzwasserfischart überhaupt nicht vorkommt, beziehungsweise extrem tief sitzt oder eben draußen vor den Fjorden im offenen Meer schwimmt. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall eine Alternative haben. Wenn ihr Seelachse fangen wollt und die sind einfach nicht da, dann werdet ihr sie auch nicht fangen, egal wie lange ihr das darauf versucht. So, und dann müsst ihr vielleicht umschwenken, süßeres Wasser bedeutet Salmoniden. Versucht es auf Lachs und Meerforelle. Also, Plan A, Plan B für Norwegen. Ja, und 2022 war genau so ein Jahr, wo es dann viel zu kalt war, viel zu regnerisch vor allem. Der Fjord war viel zu süß und dies mag eben der Grund dafür sein. Die Fänge waren 2022 extrem schlecht. Das kann ich natürlich nicht mit meiner einjährigen Erfahrung beurteilen, sondern das weiß ich von Leuten, die hier geboren wurden, die seit Generationen hier leben und von einem Deutschen, der seit 14 Jahren hier lebt. Also wenn ihr 22 sehr schlecht gefangen habt in Norwegen, es war vielleicht ein sehr schlechtes Jahr. Hoffen wir, dass 23 besser wird und dafür wünsche ich euch alles Gute. Vielleicht sehen wir uns hier, das wäre schön. Bis dann. Tschüss.